Herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid und bei mir zuschaut. Und damit würde ich sagen, wir fangen auch sofort an. Wir haben heute von der Firma Lamberts die Henry Snacks Schoko Crunchies. Jawohl, hier unten sieht man sie schon. Erinnert mich irgendwie total stark an Schoko Crossies. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht noch kennt. Die gibt es auf jeden Fall schon etwas länger. Oder in meinem Video Nummer 83, welches sich hier auf dem Kanal befindet. Das sind die Schoko Cranberry Chili Crunchies von Gartmann, die ich da getestet habe. Ich denke mal, das wird hier was Ähnliches sein. In der Artikelbeschreibung steht Cornflakes mit Vollmilchschokolade, gehackten Mandel und gefriergetrockneten Himbeeren. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich lecker an auf dem Papier. Wir werden gleich feststellen, ob das auch genauso lecker schmeckt, wenn ich die Packung geöffnet habe. Dann schneiden wir das Ganze mal an. Ich werde es probieren, dann werde ich euch sagen, ob das schmeckt oder nicht in meinen Augen. Wir haben eine 75 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 1,49 Euro und gefunden habe ich das Produkt im Hitmarkt beim Einkaufen diese Woche. Okay, dann würde ich sagen, wir werden jetzt sofort die Packung öffnen. Wir werden hier nicht mehr auf die Rückseite schauen der Packung. Wie immer gilt, wer sich für diese Sachen interessiert, der kann gerne mal auf die Herstellerseite gehen und findet dort die Nährwerte und die Zutaten. Aber wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß ganz genau, es geht hier nur um den Geschmack und deswegen lassen wir die Rückseiten der Packungen in Zukunft weg. So sieht's aus. Und wir zoomen wie immer hinein in unsere schönen, ja, jetzt hätte ich was Schokocrossis gesagt. Nein, okay. So sehen sie aus. Das riecht schon sehr extrem nach Schokolade. Wie immer werde ich jetzt einfach mal hier durchschneiden. Dann schauen wir mal da rein, wie das hier aussieht. Ich hoffe, die Kamera fängt das jetzt ein. Schaut mal, so sieht es von innen aus. Okay. Ich werde das Ganze jetzt auch sofort probieren. Mhm. Ja, geil. Ich liebe das Zeug. Echt lecker. Also, wie gesagt, mit Schokolade über gezogene Cornflakes. Einfach nur genial. Müsst ihr mal probieren, wenn ihr das nicht kennt. Ah, schaut mal. Hier unten kann man jetzt die Himbeere erkennen. Sieht man das jetzt hier auf der Cam? Ich hoffe schon. Mhm. Mhm. Wirklich super. Eine geniale Kombination. Also mir schmeckt es richtig gut. Total lecker. Preismäßig auch ganz okay, würde ich sagen. 75 Gramm, 1,49 Euro. Naja. Aber trotzdem eine super Geschmackskombination. Würde ich mir auf jeden Fall sofort nochmal kaufen. Gibt es von mir den Doppeldaumen nach oben. Ganz klare Kaufempfehlung. Wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal. Schmeckt richtig gut. Ich bin begeistert. Ich würde sagen, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Kennt ihr diese Schoko-Crossies schon oder halt diese Variante jetzt hier von Lamberts mit den Himbeeren? Wenn ja, wie schmeckt es euch? Wie immer gilt, ich lese alles, ich antworte auf alles und freue mich in jeglicher Form, etwas von euch zu hören. Damit würde ich sagen, das Video endet schon wieder an dieser Stelle. Wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, den ich auf meinem YouTube-Kanal begrüßen darf und würde sagen, bis zum nächsten Testvideo, euer Atzenberger.